Extroverte zu fahren. Warum? Keine Ahnung. Ich find's einfach geil. Wisst ihr, was ich meine? Ich will jetzt hier stehen bleiben, Fotos machen, aber nö. Ihr müsst euch überlegen, also hier wohnen Menschen. Also dann kannst du hier dir so eine Hütte mieten und dann da drin wohnen. Sehr geil. Das Ding ist, ich habe das vorhin schon gesehen. Da war so ein Häuschen und da saß eine Frau im Bikini schön da, hat ein Buch gelesen, sich also gesonnt und zeitgleich einfach das Leben genossen. Wer mal Lust und Laune hat, da müsst ihr hin. Die junge Dame gerade war so freundlich. Fuck, ich hab gerade ein Mikrofon dran, egal. Die war so freundlich. Warte mal hier eben. Die Kleinigkeiten, die einen happy machen, oder? Das hier, da so der Fluss. Richtig geiles Wasser. Richtig schön angenehm. Nice one, weiter geht's. Ganz doofe Idee, sowas an einem Samstag zu machen. Also wenn ihr mal hier seid, überhaupt in den USA, so Stadtparks und sowas, fahrt nicht am Wochenende zu sowas. Ich wollte nämlich nochmal ganz kurz einfahren, aber dann schaffe ich das zeitlich nicht zurückzufahren. Außerdem, jeder Park kostet so 20, 25 Euro Eintritt, was sich definitiv lohnt. Das wäre jetzt hier so Slide Park. Also Sedona hat, ich weiß nicht, 4, 5 verschiedene Parks, wenn ich es gesehen habe. Aber allein schon das Durchfahren, das mache ich jetzt auch, das ist unbeschreiblich. Gerade eben, wo ich da angehalten habe, bei dem Kevin oder Lodge Nikolai oder Vermietung da, wo du so eine Bude mieten kannst. Da stand ich übrigens auf der Hinfahrt. Ein Stückchen weiter ist da ein Campingplatz. Direkt an diesem Fluss. Aber der war auch letztes Mal schon, also vor 2 Tagen schon voll. Der ist jetzt schon wieder voll. Überleg mal, also mit so einem Ding hier durchfahren, Junge! Oak Creek Canyon. Da bin ich gerade drin durchfahren. Da ist Flagstaff, da ist Sedona, da sind die ganzen Anfänger davon. Da hinten war der Slide Rock und oben rechts geht es gleich in die anderen Parks rein. Theoretisch könnte ich jetzt hier wieder runterlaufen. Praktisch tue ich das auch. Ohne zu stolpern dieses Mal bitte. Okay, du kannst komplett hier runterlaufen bis da unten hin. Wahrscheinlich bis zum Wasser runter. Bei mir ist gerade so ein bisschen, ein bisschen Zeitdruck, weil ich um 15 Uhr in Phoenix sein muss, wegen dem Videodreh. Ja, Zeit ist hier echt so ein Thema. Boah, das ist jetzt nur ein paar Meter und schon wieder geil. Wie ich gerade schon sagte, also Wochenende braucht man irgendwie nie hinzufahren. Ich wollte einmal ganz kurz parken, ein bisschen hier vielleicht mal rumlaufen. Nee. Nicht mehr Parkplätze kriegst du, hier ist alles voll. Leider nein. Nebenbei mal erwähnt. Die Dinger zu mieten kosten 4 Stunden 450, 8 Stunden 650, immer 2-Seater, also ne, 2-Sitzer. Sequenzielles Getriebe drin. Das ist geil. Und die Frage war gerade, wo darf ich damit fahren? Everywhere. It's street legal. Oh Mann, ey. Guck dir das hier an. Es sind überall Trails hier. Also auch hier, ne? Also jetzt mal, ne? Ihr könnt euch einfach reinsetzen. Boah, die Sonne ist schon wieder hart. Ihr könnt euch reinsetzen und einfach fahren. Und es ist nicht verboten, damit Offroad zu fahren. Nehme ich mit, wer Lust und Laune hat und mal hier in der Gegend ist und in Sedona so ein Ding fahren möchte, also nicht da, wo ich jetzt war, in Sandhills, sondern eher hier Richtung Rote Berge. Hier, direkt an der Tankstelle. Kann man echt nicht verfehlen. Wirklich nicht. Und super nett. Das ist geil. Schön Firmenfahrzeug, ne? Ja, so muss das sein. Kurz vor Sedona, ne, also immer noch die roten kleinen Berge hier so, waren jetzt gerade 3 Pickups mit Side-by-Sides, alles schön Werbung drauf, wahrscheinlich irgendwie Firmenfahrzeug oder so, also Stock-Pickup, hinten Trailer dran mit Side-by-Side drauf, aber das Ding hier ist eine geile Kombination, allein so. Die fahren die alle so rum, wo ich vor ein paar Tagen nach Flagstaff hingefahren bin, habe ich auch hier kurz hingehalten. Da war aber noch kein Markt aufgebaut oder Trödelmarkt, wie man es ja auch mal nennt, keine Ahnung. Halt mal kurz an, check das mal eben. Hey guys, welcome back to the vlog.
Das ist jedes Mal das Gleiche, ne? Mit der Kamera, wenn du mit rumrennst, die Leute. Ist YouTube? Auch so jetzt gerade, ne? Welcome guys back to the block. Ja, also, die finden das lustig, aber trotzdem machen sie alle mal mit. Wenn sie ein Fahrrad reparieren lassen. Ist Steine, Ketten. Steine, Ketten. Dann haben wir noch Schmuck, Klamotten. Oh, alles mit Lavendel, ist auch geil. Wieder Schmuck. Ist dann Live-Musik. Vasen. Was passt super hier rein, wirklich. Also, Kakteen als Beispiel, so insgesamt. $1,400. Das ist Metallrahmen, aber es ist auf einer Aluplatte, auf einer Metallplatte drauf gedruckt. Das sieht schon krass aus. Wenn ihr sowas haben wollt, geht einfach mal hier drauf. Weil das ist krass. Es ist auf einer Aluminiumplatte gedruckt. Das sieht so unreal aus, aber diese Tiefe, die du dabei hast. Krass da. Er macht die Fotos alle selber und druckt die dann dementsprechend. Da bekommt der Begriff Work Truck nochmal eine richtige Bedeutung. Einfach reflektierende Folie drauf. Der hat irgendwas mitgenommen, damit man richtig mit Schmack ist. Ganz genau. Aber hey, es gibt keinen TÜV, von daher kannst du damit so rumfahren. Später. Auf dem Hinweg war ich auf der Seite der Raststätte. Jetzt bin ich auf dieser Seite der Raststätte, beziehungsweise des Highways, und die Raststätte ist daneben, wie auch immer. Ich musste jetzt mal kurz hier anhalten, nur wegen dem Ausblick. Ja, abschließen. Da ist wieder das Schild gerade da gewesen. Klapperschlangen, Skorpione, ja. Guckt auf den Boden. Besser ist das. Rundherum ein Zaun und dann hier nicht. Und wenn da kein Zaun ist, dann laufe ich daher. Ist alles tot, zumindest wirkt es so. Aber ist es gar nicht. Ah, da ist der Zaun. Yep, auch hier wieder ein US-Candy-Mart. Die Leute aufregen, dass sie alles Vollsticker. Die Sticker kann man abziehen. Das ist Folie für Autos. Also klebt nicht besonders gut. Aber ich finde es trotzdem lustig, deswegen klebe ich es drauf. Ja. September bist du wieder hier, Lufti, ne? Wenn du mal vorbeifährst, dann halt mal hier oben an. Und check mal einen von den beiden Plätzen. Wie leicht ist es eigentlich, Abonnenten zu bekommen? Kommt einfach in die Staaten. Da wirst du angesprochen und hey, hast du Bock drauf und das ist geil. YouTube-Kanal, ja klar, warum nicht? Abonnieren, check. Dann. Eine Stunde später. Tief, hoch. Wisst ihr, was geil ist? Das ist Trevor. Fährt den. Das ist Jimmy. Fährt den. Trevor, das hast du die beiden gebaut. Beide finden die Karren geiler als die. Also grundsätzlich klar, ne? Ich wäre jetzt auch für. Aber das ist man eben aus Deutschland gewohnt. Das nicht. Das feiere ich ja so hart. Wird lustig. Wird sehr lustig. Was eine geile Straße. Over there? Ja? Fahren wir die Autos weg. Weil Trevor hat Angst, dass er die Frontscheiben bezahlen muss. Fahren wir kurz rum. More and more, but the nice wide one. Go ahead. Ja, Mann. Das könnt ihr den ganzen Tag machen, einfach hier stehen und das Brabbeln da vorne genießen. Ah, den da. Thank you.
Wir fahren. Oh ja. Hier? Always fun. Trevor, der baut die Dinger, wie gesagt. Das ganze Drohne, GoPro vorne. Der Vordergrund mit GoPro? Oh ja. Oh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Also wer es sehen möchte, muss auf jeden Fall definitiv hier YouTube schauen. Kenny wollte gerade Fotos machen, aber hat Angst, dass er hier Klapperschlangen irgendwo findet. Dann sage ich gerade zu Nico, theoretisch kannst du doch hier überall rumfahren, Side by Side und so. Ja, aber man kann ja mal kurz ein paar Fotos machen. Nee, hier gibt es Klapperschlangen. Ja, ich glaube, ich würde mich auch da ein bisschen vor in Acht nehmen von den Viechern. Aber grundsätzlich denke ich mir, man hört die doch, oder? Also klar, wenn sie dann gebissen haben, dann ist es zu spät. Ah, er traut sich. This thing sounds so mean, so... All good? Crash something or not? Smash the front end. Woo. Well, we got it. Alright, we should be able to set up on this thing right now. Ich bin so abgelenkt hier. Das ist echt schlimm. Da stehen die beiden. Wo sind sie gerade hergefahren? Sieht man das? Da, 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 da hinten. Crazy. Das Beste ist, da hinten, hinter dem Berg, ist ein See, da fahren wir jetzt hin. Wenn du Side by Side hier hättest, ne, also Maverick und so, könntest du überall fahren, ohne dass einer was sagt. Auch die andere Richtung. Krass, wie schnell die Sonne untergeht. Leider. Also der Plan geht nicht ganz auf, was wir vorhatten. Aber wir haben auf jeden Fall geilen Stuff gefilmt. Doch. Sekunden später. Wieder zurück am Ausgangsspot. Da sitzen die Jungs, weil er richtig Spaß gehabt. Die beiden haben die Wüste so dermaßen auseinandergenommen. Wir haben es einfach so genossen, über die Straße herzufahren. Das ist diese typischen amerikanischen Straßen mit diesen gelben Markierungen und so. Ne? Es ist einfach so geil. Und auch wenn ich am Anfang so ein bisschen so, das Ende mit Ferrari, da war ich auch immer so, ich weiß nicht, das Ding fährt echt gut. Das Ding fährt wirklich gut. Auch mit den Felgen drauf und so. Das macht schon aus. Die Turbolader vorne, das ist am Pfeifen, das ist so krass. Hinten die Abgasanlage, ne? Johnny ist gerade hinterher gefahren, das ist auch die ganze Zeit. Bam, 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 bam. It's amazing, huh? Oh yeah. That's real nice riding behind you. Yeah. It's beautiful. Beautiful.